Okay, geht los. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Hartnäckigkeit, dass wir heute Abend hier sind. Ich bin Felix, bin Geschäftsführer von der Solution Marketing und Event GmbH oder kurz einfach Speedsailing. Das ist für alle etwas einfacher. Geboren bin ich in Münster, dann aufgewachsen in Münster und Düsseldorf. Und habe nach der Schule eine Hotelfachausbildung gemacht, dann Betriebswirtschaft studiert und während dieser Zeit extrem viel gesegelt, extrem viele Regatten gesegelt, Schiffe überführt und das ist einfach mein Weg zum Segeln, so dass ich am Ende des Studiums auch meine Diplomarbeit zum Thema Segeln und zwar Sponsoring im Hochseesegelsport geschrieben habe. Also da merkt man einfach schon diese große Affinität, dass das daraus irgendwann mal werden würde. Habe ich da noch nicht geplant, aber gut. Irgendwann habe ich einen unserer jetzigen Miteigentümer kennengelernt auf dem Steg in Cuxhaven und wir haben uns ziemlich gut verstanden, haben ein bisschen danach irgendwie ein bisschen miteinander gesegelt. Irgendwann hat er mir das Team Speedsailing in Kiel mal vorgestellt auf der Kieler Woche. Ja, jetzt stehe ich hier und das war der Anfang. Martin, möchtest du kurz was sagen? Ja, ganz kurz, weil wir haben ja keine Zeit. Ja, mein Name ist Martin Kringel, 1970 hier in Rostock geboren, anschließend in die Schule hier in Rostock, Abi hier in Rostock, irgendwie alles in Rostock immer. Ich habe lustigerweise Verbindung zu beiden Vorrednern, einmal zu Benjamin, wo ist er? Benjamin, wo immer du bist, wir haben das Gleiche studiert, nur ich habe mein Studium missbraucht, um in der Zeit segeln zu gehen und habe eigentlich in der DDR so diese klassische Leistungsschiene segeln gemacht und nach der Wende bin ich dann weltweit ein bisschen rumgefahren, hatte meinen Lebensmittelpunkt aber eigentlich immer hier in Rostock. 2003 kam dann Speedsailing dazu, ich war quasi von Anfang an dabei, war der erste Festangestellte und seitdem habe ich diese Firma mit aufgebaut und jetzt eben mit übernommen und genau, und dann habe ich noch 2,5 Hobbys mehr. Eins davon ist Frisbee und das andere ist Fotografieren. Und lustigerweise hat Rostock Kreativ, hat meine Frau mich eingereicht mit einem Foto und das hat komischerweise 2016 gewonnen. Das war der Bug der Georg Büchner. Ich wollte das nicht, sie wollte das und das verbindet mich quasi mit Uwe so ein bisschen. So, und jetzt ist aber erstmal Felix dran und bis gleich. Super. Wir passen heute Abend ziemlich perfekt hier hin, weil wir haben ein Unternehmen übernommen. Wir haben quasi eine Neugründung gemacht. Das war alles, ist noch gar nicht so lange her, im Dezember 2016 gerade mal. Und wir passen auch hier an diesen Ort sehr gut, weil uns die Ostsee-Sparkasse bei diesem Projekt extrem unterstützt hat. Schlussendlich auch die Bank geworden ist, die das Ganze finanziert hat. Und diese Gespräche haben ein bisschen länger als 12 Minuten übrigens gedauert, um das Unternehmen vorzustellen. Und ist auch heute noch für das Unternehmen ein extrem wichtiger Partner einfach. Und eine zweite Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist, dass wir hier zu zweit stehen. Das ist ein wichtiger Punkt unserer Unternehmensphilosophie, der das einfach zeigt. Weil in und in der Unternehmensführung und auf dem Boot funktioniert es als Team. Und das ist bei uns extrem wichtig. Und es funktioniert nur im Team. Und das Team ist bei uns das Wichtigste, was sich bis in alle Produkte, die wir haben, eigentlich durchsetzt. Weil es ist ein Mannschaftssport. Es sind Teamtrainings, Incentives und so weiter. Und das, daran lässt man es, also passt gut dazu. Ich muss gerade kurz... wie das Ganze passiert ist, wir haben, als wir das Unternehmen übernommen haben, erstmal das Ganze irgendwie versucht, ein bisschen umzustrukturieren. Es war ein Einzelunternehmen vorher, wir haben eine und andere Unternehmensform gewählt, darum, die das Ganze übernommen hat, eine GmbH und Co. KG, und haben aber vor allem im Unternehmen die Kommunikation und die Verantwortung neu geregelt. Und als Anhaltspunkt, vorher war es halt ein Eigentümer, jetzt sind es 4 Eigentümer, wovon 3 im Unternehmen aktiv arbeiten, plus 4 Festangestellte und ungefähr ca. 50 Seglerinnen und Segler in unserem Crewpool. Und unsere Idee ist dabei eher Arbeitsteilung statt Hierarchie. Unsere Überschrift unseres Vortrags ist ein Startup mit 15 Jahren Erfahrung. Wie geht das? Es ist wichtig, da... eigentlich war es eine klassische Übernahme, ein Management-Buyout. Die Mitarbeiter haben das Unternehmen gekauft. Bei uns ist es aber ein bisschen anders gewesen, weil ich bin dazugekommen und auch einzelne andere. Somit hat sich das
hat sich daraus eine neue Energie entwickelt in diesem Konzept. Und man hat dann plötzlich mit Sachen zu kämpfen, weil 15 Jahre Erfahrung eines bestehenden Unternehmens mit den Mitarbeitern, ja, da gibt es etablierte Wege, da gibt es Plätze, selbst fürs Druckerpapier gibt es irgendwo im Schrank den festen Platz. Und dann muss man plötzlich irgendwie anfangen und alles neu auf den Prüfstand stellen. Und man muss jeden Weg oder jeden Stein einmal umdrehen, um das Ideale dafür zu finden oder um besser zu werden. Oder manchmal auch einfach zu sehen, ist das vielleicht schon gut? Passt das irgendwie und können wir damit weiterarbeiten, um irgendwie die nächsten 15 Jahre zu bestreiten? Und das war ganz besonders, dass wir das auch wieder dieses Thema Team, dass wir halt im Team funktionieren und diese Aufgabe, die uns im Moment begleitet, die letzten Monate begleitet, im Moment uns einfach sehr beschäftigt. Und mit dem Trailer? Ja, gut. Um jetzt mal ein bisschen zu zeigen, was wir eigentlich so machen, was das Ergebnis unserer Arbeit ist, haben wir einen kleinen Trailer dabei, wo ihr einfach mal kurz sehen könnt, was passiert. Soweit ganz kurz. Das waren die Rabauken noch. Auch eine regionale Videoproduktionsfirma, sehr schön. Zeit, ne? Die Zeit verrinnt. Und Zeit spielt einfach bei dem, was wir tun, insbesondere auch bei dieser Übernahme, eine wahnsinnige Rolle. Ne? Man steht ständig unter Zeitdruck. Das ist eine ganz spannende Sache gewesen, wie wir das bewerkstelligt haben. Das, was ihr eben gesehen habt, das ist unsere Hardware quasi. Also wir haben von diesen Volvo Ocean Racern, unter anderem die Ilbruck, die hat das Volvo Ocean Race mal gewonnen, rund um die Welt in 9 Monaten unter härtesten Bedingungen. Das ist eine legendäre Rennjacht. Davon haben wir noch 3 Boote. Wir haben 2 so eine Powerboote, so eine mit 250 PS, wo man was mitmachen kann. Wir haben eine schöne Lounge, wo man prima feiern kann im Stadthafen und seit neuestem auch noch eine ganz kleine Charterflotte von sehr, sehr schnellen Cruising-Yachten, könnte man sagen, die Pogos. Das allein mit diesen 3 Ocean Racern, das ist nicht nur deutschlandweit, sondern eigentlich europaweit einmalig, dass man 3 Boote dieser Kategorie, wo bis zu 12 Gäste rauf können, am Start hat. Also sie sind quasi baugleich und wir machen mit denen mit Incentives Teamtrainings, lauter solche Sachen, hauptsächlich mit Firmen, also 90% unserer Kunden sind Firmenkunden und 10% vielleicht so Einzelbucher, sag ich mal, also man kann auch Gutscheine kaufen und Fakt ist aber, wir stellen so ein bisschen die Schnittstelle da zwischen Wirtschaft und dem Segelsport, insbesondere dem Hochleistungssegelsport auch. Viele unserer Kunden sind Laien, also gerade bei den Firmenkunden, Anteil von Seglern, naja, irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Wir holen eigentlich die Gäste, unsere Segelgäste da ab, wo sie sind vom Stand her und versuchen dann an so einem Segeltag das Beste draus zu machen, was wir in der Lage sind, wir als Stammcrew plus bis zu 12 Gäste einfach mal den maximalen Segelspaß daraus zu holen, sag ich mal. Eigentlich ist aber das Segeln, man könnte sagen, ja, ein bisschen schön in der Sonne rumsegeln, bisschen Incentive, bisschen Bespaßung, was soll das alles, was können Firmen davon haben? Wir sehen uns, und das ist insbesondere jetzt in der neuen Firma so, wir sind eigentlich nicht ein Segelunternehmen, sondern wir sind eigentlich ein Kommunikationsunternehmen, das segeln geht. So könnte man es vielleicht beschreiben. Das Segeln ist eigentlich das Medium und
unsere Boote dienen so ein bisschen als Kondensationskern, um Menschen zusammenzubringen, um völlig unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, um interessante Menschen zusammenzubringen. Also das ist wirklich auch Teil dessen, warum ich auch gesagt habe, ich möchte es unbedingt weitermachen. Das Segeln, ja, das eine, das kann man aber auch ohne Firma. Aber die Menschen, die Leute, die wir kennenlernen dort, das ist einfach unglaublich, was da alles dabei ist. Und diese verbringen eben ganz viel Zeit miteinander. Zeit ist etwas, man kann alles kaufen. Das Einzige, was man nicht kaufen kann, ist Zeit. Es ist nicht reproduzierbar und wir sehen es auch schon auf der Uhr, wie sie abläuft. Das ist etwas, was nicht wiederbringbar ist. Was wir aber können, ist, den Leuten Zeit miteinander zu verschaffen in einem Medium, in einer Atmosphäre, Umgebung, in der sie sonst nicht sind, nämlich auf dem Wasser, hauptsächlich auf der Ostsee vor Warnemünde. Und das ist einfach mal das, was wir können, was wir machen und wo wir natürlich auch alle einladen. Nadine ist hier, wir haben Baltic Business Meeting, da kommen einfach verschiedenste Firmen zusammen und segeln bei uns, haben hinterher noch eine spannende Zeit und ein Erlebnis, was sie verbindet. Schifffahrtsregatta, die gesamte maritime Branche aus Deutschland trifft sich dort, 100 Boote fahren auf eine kleine Insel und feiern einen Abend lang und machen Geschäfte. Letzten Donnerstag, heute vor einer Woche, hatten wir in Deutschland Achter an Bord. Ruder-Nationalteam, die jetzt gleich zur WM starten im Oktober in Florida. Ganz spannende Geschichte, vielleicht im Nachfeld noch, bei der Diskussion können wir noch dazu noch was sagen. Ne, mit Hannes Otschik hier von der Ausbach Sportstiftung hatte das eingerührt. Auch die haben quasi das Segeln benutzt, um im Team zusammenzukommen. Und dann noch was ganz Besonderes, gleich im ersten Jahr unseres Bestehens. Seit 2003 haben wir uns die Zähne ausgebissen an diesem Rekord. Und hier ist er, Felix, du warst dabei. Ich leider nicht, ich war Nummer 2 an Bord. Ja, die letzten 20 Sekunden noch nutzen, genau. 15 Jahre hat das Unternehmen das probiert und jetzt hat es irgendwie funktioniert. Wir wollen alles besser machen. Hier haben wir es einmal schon gezeigt. 28 Stunden, 34 Minuten, 30 Sekunden um 2,5 Minuten. Es war ein hartes, enges Rennen am Ende. Auch Gäste wieder mit an Bord und war einfach ein irrer Erfolg. Und ich glaube, für unseren Start in das neue Unternehmen war es sehr gelungen. Vielen Dank.